Do it! Try this! Say it! Hallo, meine Freunde! No! Damn! Hey Leute, meine lieben Crazy Gamer und Crazy Gamerin! Was geht bei euch? Willkommen zurück zu The Evil Within. Ich bin natürlich wieder euer Crazy Memphis, unterwegs mit Kidman. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das, als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jedem. Das kommt mir aber sehr merkwürdig vor, aber wieso natürlich befällt das jeden? Kidman, was ist denn mit dir los? Hast du was mit Ruvik zu tun oder was? Hau ich dich weg? Ja, auf jeden Fall im letzten Part habt ihr so ein wenig Frustration von mir mitbekommen. Aber ich hoffe, sie war auch berechtigt. ja. Nun wollen wir mal weiterschauen. Weil ich habe wirklich gar nichts mehr an Munition. So rein gar nichts mehr. So wirklich null niet nada lotots. Oh, Mother Brains. Achso, dann geht's hier die Treppe hoch, ja? Ja. Okay. Achso, ich könnte nochmal gucken, ob ich Bolzen machen kann. Nope, kann ich nicht. Na denn. Oh oh, Ruvik überfällt mich wieder. Man hört es doch schon. Bam. Komm, Sebastian, kämpf gegen an. Warum habe ich denn hier so einen roten Blick? Oh, oh, no way. Verwandle ich mich jetzt? No! Sebastian, was ist... Bleib weg. Oh, oh, Kidman. Sorry, but, ja, ich meine, Wow! Hat die uns jetzt erschossen? Okay. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Kidman, Kidman. Scheiße. Lass mich rein. Das ist natürlich jetzt mies. Jetzt bin ich natürlich wieder auf mich alleine gestellt. Das auf, das auf. Das auf, das auf, das auf. Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Helf mir, die Tür aufzumachen, dann bekommst du deine Hilfe, Leslie. Was ist denn los mit dir? Ja, durch da. Jawohl. Leslie? Kontrollpunkt. Schau mal etwas. Warum macht er die Türen jetzt eigentlich immer alle langsam? Okay. Oh no, what the fuck? Also hier steht schon mal Danger, nicht schießen. Ich habe eh nichts zum Schießen. Na, wunderbar. Vorsicht, entflammbar. Ja, würdest du dich bücken? Danke. Oh ne, ich höre wieder so ein Monster. Oh, Spritzi. Und ich kann mich hier wieder verstecken.
Oh oh. Kommt der jetzt hierher? Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber ich höre ihn die ganze Zeit. Ah, eine Flasche. Wo ist er denn? Ach, da hinten, da. Da ist er. Bitte geh wieder zurück. Bitte geh wieder zurück. Oh. Warum läuft er denn nicht dahin? Ich werf doch schon die Flaschen dahin. What the fuck? Achso, vielleicht war er schon zu weit weg oder was? Oh, bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Oh. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ah, oh, da ist eine Leiter. Ich denke mal, da gehen wir jetzt lang. Kackendreis, hoch hier. Okay. Gott, da ist noch... Ich muss noch eine zweite machen? Oh. Da ist dann die nächste Leiter. Da hinten links. Hinten rechts. Sorry. ich laber wieder einen Stuss heute, Leute. Ehrlich. Aber so ist es nun mal, nicht? Oh, da ist ein Tor. Was ich öffnen muss. Aber ich habe da bestimmt noch keine Karte für. Streichhölzer in diesem Moment, oder? Weil ihr wollt mich doch verarschen. Einen Schlüssel? Gib mir die Flasche, gib mir die Flasche. Gott, wo muss ich denn jetzt hier lang, ohne dass mich hier alle entdecken? Oh oh. Oh oh, ey, hier hocken ja überall welche. Oh oh, ich sehe ihn nicht. Dreh dich bitte wieder um. Dreh dich bitte wieder um. Komm schon. Number one. Number one. Er lässt noch nicht mal was fallen, ne? There's the next one. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, Leute. Da hinten kreucht und fleucht auch irgendwas. Wo ist denn jetzt der eine hier hin? God damn. Wo bist du? Hä? Hier war doch noch dieser eine Glatzen-Johnny. Wo ist der denn jetzt? Ja, I don't get it. Ich gehe jetzt mal weiter. Oh, da liegt das Ding, was ich brauche. Alter, voller Zombies. Mhm. Okay, meine lieben Freunde. Let's fail for the win. Das kann ich jetzt nicht vorlesen. Ich bin gerade in Rage. Erstmal verstecken, oder was? Okay. Hm.
Jetzt muss ich wissen, kommen die jetzt erstmal hier hin? Kommen die nicht hier hin? Die Geräusche werden auf jeden Fall immer lauter. Wollen die mir jetzt sagen, die haben mich nicht bemerkt? Ich wette drauf, wenn ich jetzt unter dem Dings hier vorsteige, sind sie vor meiner Nase. Wetten? Here we go. Oder auch nicht. Okay. Okay, ich hoffe, wir haben es geschafft. We got this. Wow, okay. Ohne einen Schuss abzufeuern. Cool. Gut, hätte ich einen Schuss abgefeuert, wären wir auch alle in die Luft gegangen. Also daher. Oh, ich sehe wieder was. Es ist hell hier oben. Okay. Nichts wie raus hier. Geil. Joseph! Joseph. War er doch, ne? Ja. Würde ich gerade sagen. Ich meine, wenn er das hier schon sagt... Kontrollpunkt. Oh, Speicherpunkt, Leute. Oh, ich bin so froh darüber. Oh, und Munition, darüber bin ich noch mehr froh. Endlich wieder ein bisschen was, damit man wenigstens sich ein bisschen wieder wehren kann. Okay, wir behalten die Pumpy in der Hand. Damit habe ich jetzt am meisten Schuss momentan. Da ist der Upgrade-Raum. Wir gucken uns hier nochmal um. Ob hier noch was Nettes liegt. Nope. Hier ist nur Water. The Watergate. Na gut. Der Upgrade-Raum ruft. Boom. Oh, da ist wieder ein Tagebuch. Sehr schön. Und mehr nicht? Nö. Gut, here we go. So, wieder Tagebuch von Sebastian Castellanos. August 2012. Als hätte ich nicht schon genug mit um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgaben erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Oh, 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 das war zu weit, so. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer, Petrischale ansieht, okay? Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Oh, Leute, ja, sorry für meine leserischen Fähigkeiten mal wieder. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht, jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Okay, deswegen, sie kommt mir sowieso schon so ein bisschen komisch vor, die kleine Myra. Die kleine Kidman, sorry. Von wegen, es kann ja nicht jeden erwischen, oder es erwischt wahrscheinlich nicht jeden mit diesem Virus. Aber bis jetzt hat es jeden... was macht er denn? Aber bis jetzt hat es jeden erwischt. Mit den Infiziertsein, nur sie noch nicht. Sehr, sehr eigenartig. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Okay. Hey, wo ist meine Lady? Wo ist meine Lady? Ich habe 8000... Ach, da bist du. Hä? Wo, ach, da. Oh, ich fühle mich ein wenig besser. Aber erst fühle ich mich besser, wenn ich mich noch ein bisschen upgraden kann. Ja. Yeah.
Waffen. Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, das nehme ich erstmal für die Pumpgun. Das wird auf jeden Fall Zeit. Na. So. Magazinkapazität. Ja, komm hier. Bam. Boom. Nice. Wisst ihr was, meine lieben Freunde? Da wir jetzt hier im Safe-Raum sind, werde ich doch jetzt mal hier kurz den Break machen. Das Video ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke mal, das ist so ganz in Ordnung. Also, wenn ihr, wenn euch der Part wieder ein wenig gefallen hat, dürft ihr gerne nochmal einen Kommentar hinterlassen. Eventuell auch nochmal einen Daumen. Wäre auf jeden Fall sehr nice von euch. Würde mich drüber freuen. Und ja, schön, dass ihr wieder am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Ich danke euch dafür. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns zur nächsten Runde. The Evil Within. Also, Leute, immer schön crazy bleiben und bis zum nächsten Mal.